Willkommen zurück zu Miitopia! Ja, wir sind von nebenan vorbei, doch der gleiche Plot-Twist wie letztes Mal bei Anfangs ist passiert. Unsere Freunde wurden mal wieder gestohlen und jetzt haben wir nichts mehr. Wir sind ein Niemand. Doch, was gibt's Neues? Panzer? Effektive und moderne Waffe, komplett mit großer Kanone und Panzerung? Okay, das sieht weird aus. Prinzessin? Raffiniert, charmant, elegant. Freund und Feind verneigen sich vor ihrer Majestät. Irgendwie mag ich die Farbkombination mit Grün und Pink. Gefällt mir. Und da Blume. Nutzt die Kraft der Natur, um deinem Team die Zeit zu versüßen. Ganz ehrlich, ich war wirklich sehr hart am Überlegen, welches ich der drei nehmen möchte. Zum einen, Panzer ist halt einfach ziemlich cool, ja. Es ist ziemlich cool, aber für Panzer habe ich die bessere Klasse. Einen besseren Charakter. Prinzessin, ja, würde auch ziemlich gut passen, aber da habe ich tatsächlich auch einen besseren Charakter. Und naja, was sagt Nein zur Blume? Ich meine, dann wäre ich auch mal ein Support. Mehr oder weniger. Blume ist mehr oder weniger Support. Und wir haben ja theoretisch schon alle von diesen hier, jeder einzelne von denen wurde benutzt. Unhold nur noch nicht. Also Unhold wäre auch würde auch in Frage gestellt bekommen, aber nein. Diese drei, Panzer, Prinzessin und Unhold, für die alle drei habe ich schon was. Und ich nehme tatsächlich doch die Blume, auch wenn ich irgendwie jetzt doch mal überlegen bin, aber nein, komm. Ohne lange zu überlegen, ich nehme die Blume, ich bin Support. Mike wurde zur Blume. Ja, einfach ein grüner Suit. Da leg dich ins Zeug, Blume Mike. Siehst du knack aus. Was hast du gesagt? Nichts. Inzwischen. Was für eine Hitze. Stimmt. Hey. Hallo. Wo kam die denn plötzlich her? Dieser dunkle Fürst Kammer HD. Er hat uns gefangen und hergebracht. Aha. Dann sitzen wir alle im selben Boot. Sag mal, seid ihr auch Freunde von Mike? Ganz genau. Verrückt. Wir sind auch mit ihm befreundet. Kaum zu glauben. Das macht uns sechs wohl auch zu Freunden. Sieht so aus, Bruder. Mike kämpft immer so hart. Da dürfen wir auch nicht so untätig rumsitzen. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Finde ich auch. Dazu müssen wir gut zusammenarbeiten. Also dann packen wir es an. Yay! Oh, guck mal, was ich da gefunden habe. Mein Gerät. Ja, okay. Professor Gilder hat zumindest sein verlorenes Gerät zurückgefunden, aber ob das so hilfreich ist? Naja. Noch sind wir nicht nebenan, deshalb ist mein Pferd noch gleich. Aber es wird sich bald ändern. Oh! Frisch vom Spieß ist dieser delikate Happen eines Königs würdig. Ja, schmeckt. Schmeckt. Cool. Ja, Ausflüge mit mir selbst machen bringt wohl nichts. Spielhalle vielleicht? Nein, es gibt noch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins neue Gebiet, bevor wir irgendwas Neues machen. Habe ich recht, Fernando? Komm, Fernando, nur noch du und ich sind da. Ich schätze, der Fürst Gomme HD mag wohl Pferde nicht. Keine Ahnung. Und das hier ist das neue Gebiet. LOL, so ein pinker Yoshi-Suit. Elfenreich West. Okay, ein Elfenreich. Cool, I guess. Ich bin gut tarn. Elfenreich. Wo die Elfen ziemlich reich sind. Auf geht's. Wie ich mich bewege. Für Miitopia. Für die Photosynthese. Lalala. Wow. Neue Musik. Pom A, Pom B. Was kann ich denn alles? Ich kann alle auf einmal angreifen. Wie Dieb.
Also ich bin ein, mehr oder weniger ein Dieb, aber mehr Support als Attack, anscheinend. Ganz toll gekämpft. Blume Mike ist so komplett entspannt. Marshmallow Sternchen. Ziemlich verlassene Gegend hier. Und wir finden eine Truhe. Ein Spielschein. Schön. Ah, diese friedliche Ruhe. Doch nicht so friedlich. Ein Pokel. Ach Gott, ey. Nintendo, was ist los mit euch? Ein Pokel. Einmal auf den Ass geklappt mit dem Blatt. Das war zu viel fürs Guten. Ein Level-Up für mich. Hühnchen. Oh Gott. Ich komme auch allein zurecht. Schön. Und da habe ich mal wieder was gefunden. Eine Banane. Von denen kann man nicht genug haben, ne? Yay! Dun, 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 bam. Wie es Fernando hier wohl gefällt. Neuer Hintergrund. Schön. Ding dong! Hä? Jemand an der Tür? Hohoho! Ich hab dich schon wieder warten lassen. Diese Einsamkeit, wenn man allein reist, das ist nicht einfach was. Naja, wie darf soll ich das noch antworten? Aber hab keine Angst, ich hab ein neues Mitglied. Mal wieder engagiert. Was wird's sein? Es ist GF, beziehungsweise Girlfriend von Friday Night Funkin'. So, was könnten wir hier alles so nehmen? Okay, ich habe jetzt lange überlegt, was ich nehmen möchte. Mir ist aufgefallen, dass ich bisher schon alles hatte, außer vorsichtig. Und ich glaube, vorsichtig werde ich vielleicht auch erst nach der Story benutzen, weil die nächsten Charaktere, Spoiler, passen nicht zu vorsichtig. Da habe ich schon andere Sachen. Und ich habe mir gedacht, für Girlfriend oder für GF passt am besten entweder entspannt oder lässig. Ich habe sehr lange überlegt, was davon ich nehmen will. Und ich bin zum Schluss gekommen, lässig zu nehmen, weil es gameplayweise mehr passen würde. Oder was heißt mehr passen würde? Es wäre halt sehr im Vorteil. Also ich habe ein bisschen mit Max geredet. Der hat mir ein paar Tipps gegeben, ob ich das oder das nehmen soll. Und er meinte, lässig wäre gut, wäre besser fürs Gameplay. Und er ist natürlich lässig. So, und was die sein wird, für die, die das Spiel nicht kennen. Sie hat Dämoneneltern und ist selber noch nicht offiziell, aber so halboffiziell auch eine Dämonin. Und deshalb verursacht sie Ärger und Verwüstung. Ist aber so süß, dass man stets verzeiht. Ich bin Girlfriend und ich bin eine lässige Unholdin. Perfekt. Unholden Girlfriend. Hallo und hurra! Ich bin Girlfriend. Ich hoffe, da ist Platz für mich im Team. Ich werde auch mein Bestes geben. Yay! GF hat sich dir angeschlossen. Woo! Lerne Girlfriend gut kennen. Ja, klar, warum nicht? Zwei weitere Gefährten werden auch noch kommen. Aber das weißt du ja eigentlich alles schon, deshalb fangen wir mit dem Abenteuer an. Dieser Blick von GF, der war nice. Okay. So. Fernando möchte mich noch mal einmal ganz kurz sehen, bevor ich mich verändere. Okay, was gibt's denn? Was gibt's denn? Zeit für einen neuen Look? Du sollst auch einen neuen Look bekommen. Oh Gott. Sehe ich jetzt gerade ausgeführt. Hatte Hü.
Yay. Toll. Juhu. So, und nun hat sich unser Fernando verändert. Fernando ist nun kein Fernando mehr, sondern es ist jetzt weiblich und ein Einhorn. Ich hoffe, euch gefällt mein Einhorn. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, es ein bisschen crazy zu machen von den Farben her. Und ich möchte gerne ein vertrocknetes Blatt haben für über 100 Gold. Ja, das ist doch ein reasonable Preis für ein Blatt. Wer kennt's nicht, kann ich einfach irgendwelche Blätter nehmen, die draußen rumliegen? Wer bin ich bitte, dass ich einfach sowas nehme? Nein, 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 nein. So was machen wir hier nicht. Marshmallow, zart und fluffig wie die Wolken am sommerlichen Himmel. Ah. Hühnchencurry, saftiges Hühnchenfleisch in einer raffiniert gewürzten Soße. Marshmallow, probier ich mal. Nee, ist so geil. Schade. Und das? Das schon eher. Na dann. Schmeckt dir das? Es geht. Dann esse ich das halt. Na gut, wenn ich wieder essen könnte. Magst du den Gorilla-Shake? Oh, den mag sie. Ja, jetzt haben wir eine Teufel-Lady bei uns im Team. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Du, was können wir denn hier so ziehen? Wow! Wenn ich jetzt kein vertrocknetes Blatt bekomme... Ah, ich war noch am Überlegen für irgendeine Strafe, wenn ich das nicht bekomme. Es war so knapp. Hätte ich irgendwas gesagt, wäre es noch knapper gewesen, glaube ich. Aber ja, ich habe es halt schon deshalb verkaufen. Na, dann kriegen wir ein bisschen Geld. Mann. Mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wir könnten noch einen Auszug machen und ein bisschen besser kennenlernen. Ab zum Strand. Bam, bada, bam, bam. Wollen wir an den Strand? Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich fühle mich ein bisschen verunsichert. Weshalb nur? Was macht am Strand am meisten Spaß? Ah, das kennen wir schon. Ich finde die Blicke von ihr geil. Die sind echt nice. Und MP-Bonbons mitgenommen, aber irgendwie nicht aufgelevelt hier. Was soll denn das? Dafür habe ich übrigens die Tickets behalten, weil ich mir schon gedacht habe, dass das passieren wird. Ja, jetzt habe ich mir die ganzen Level-Up, Freundschaft-Level-Up-Tickets behalten. Damit ich das jetzt hier benutzen kann und einen guten Start habe. Blab, 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 blab. Yay! Ich kann euch übrigens jetzt schon sagen, dass dieses Feenland ein ganz besonderes Land ist. Voller Abenteurer und, seltsamen Personen, zu denen wir höchstwahrscheinlich nächste Folge kommen? Ich weiß es nicht. Ich spiel blind. Ich weiß nur, dass wir wieder auf eine Stadt zutreffen werden. Und ich da wieder lustige Charaktere reintun kann. Ja, genau. So wird's aussehen. So. Den Rest können wir ja gleich noch machen. Nehmen wir dich ins Team. Verstanden. Und ziehen los. Da ist Iwata! Los, schnell hin zu ihm! Und ich reite auf unserem neuen Pferd. Hier sieht man sehr, sehr gut, wie es aussieht. Oh, aua. Hey, ist okay? Dankeschön. Oh, yay. Ich mag das Pferd. Es soll ein Einhorn sein. Mundtomate. So, sieht man jetzt den Namen? Man sieht jetzt, glaube ich, den Namen vom Pferd. Zahnpasta. Warum es so heißt, hat einen bestimmten Grund, ist eine Anspielung an ein bestimmtes Pokémon, aber für die, die die Anspielung nicht verstehen, ist nicht wichtig. Es ist halt auf jeden Fall Zahnpasta und akzeptiert unsere weibliche Zahnpasta in unserem neuen Team. Nice. Irgendwie seltsam. Oh. Frecher Piekser. Piekser einen Gegner mit einem Piekser aus Finsternis. Magie. Schön. Ist irgendwie ein bisschen seltsam. Jetzt haben wir hier in unserem Team zwei Mädels und mich.
ja, mein Ebenbild. Hä? Ah, Iwata! Oh, danke auch. Hallo, Iwata. Soweit ich gehört habe, bist du nicht untätig gewesen. Du hast Nebby den Vater Durit gewesen. Respekt. Aber mal was anderes. Wie lässt sich deine Jagd auf den dunklen Fürsten an? Naja, es läuft also nicht so rund. Ich habe seine Ahnung, wo der dunkle Fürst stecken könnte. Da hinten, im Elfendorf. Elfen? Na, so nennen wir die Elfen. Es sind eigentlich Waldgeister. Sie besitzen großes Talent in Sachen Magie. Leichtes Spiel hat der dunkle Fürst dort sicherlich, wenn er angreift. Wir sehen uns. Bye bye. Ciao, Iwata. Okay, auf zum sogenannten Elfendorf. Bam. Muss den Brief erhalten. Hey Mike, ich bin's, der Wanderfotograf. Fotos sind spitze, oder? Mach doch auch mal welche, und zwar mit dem Knopf hier. Dein Mario 64. Yahoo! Wahihi! Spring rum wie ein Idiot und mach bei jedem Sprung ein Geräusch. Toll. Wollen natürlich noch weitermachen. Noch ist hier nicht vorbei. Oh, ihr wollt euch kennenlernen? Zahnpasta und GF? Hey, Zahnpasta! Oh, da hat aber jemand schlechte Laune. Wie wär's mit einem Leckerli? No. Ja, die Mädels verstehen sich. Diese riesigen Augen. Wow! Wir leveln. Nicht du und sie. Kirschblüte, das sieht echt schön aus, actually. Ich mag solche Blumen. Das werde ich anziehen. Oh, ich kann die Farbe ändern. Ah, der Hut ist aber weg. Ah, der Hut war eigentlich das Beste dran. Ah, der Rest ist so... Der Rest ist so, ne? Schade. Dann nicht. Nö. Aber es gibt Futtern. Es gibt Yummy. Nom 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 Yummy. Bitte sag mir, du magst Felsenschoki. Oh, wie sehr? Nein, nicht so sehr. Magst du Dörrmumie? Oh, ja, die magst du. Die magst du. Ess sie auf. Schön. Na, da habe ich nichts für mich. Psst. Passiert. Gibt's hier noch irgendwas zu tun? Lumpenblume. Was heißt das denn? Was ist denn das? Nochmal ein neues Outfit? Actually, ja. Mm. Aber es verschlechtert nur. Ey, das sieht aber mega cool aus. Okay, wisst ihr was? Es verschlechtert zwar Stats, aber ich werde es trotzdem nur tragen einstellen, weil es sieht echt cool aus. Ausrüstung? Mike? Kleidung? Hey, entspann dich. Lumpenblume. Aber warte, hier, Aussehen nur. Kleidung. Lumpenblume. Ey, das sieht mega cool aus. Ey, das nehme ich. Das ist nice. Okay. Ja, Ausflug können wir später noch machen. Wir kriegen ja noch weitere Gesellschaften. Ich warte erstmal, bis wir die haben, bevor ich hier noch mehr weitermache. Komm, für einen Level haben wir noch Zeit. Und das wäre dann das hier. Und hier ist eine Pilzstadt. Wie cool. Ja, wie kommen wir denn da unten zu Niki? Bestimmt werden wir das noch herausfinden. Erstmal runter zur Pilzstadt. Auf geht's. Ich brauche irgendwas. Ah, ich brauche gar nichts. Ich brauche nur Photosynthese-Gegner. Ja, eine Mundtomate. Dich mache ich mundtot. Bam. Neue Technik. Frecher Piekser. Oh! Nicht übel, oder was? Oh Gott. Warum habe ich sie ins Team gelassen? Sie macht mir Angst.
Das könnte gefährlich sein. Oder hilfreich. Je nachdem. Bist du jetzt sehr, sehr hilfreich. Girlfriend, warte! Hier, für dich! Stimmt, wir sollten uns mit der anfreunden. Gute Idee, eben Bild von Mike. Damit sie uns nicht hintergeht. Danke! Ja! Deshalb die Tickets auch sparen, denn wir sind jetzt schon Level 4. Yay! Hab ich lange nicht mehr gehört. Wow! Ein Gegner. Und es ist... Oh nein, nicht der Vogel. Weg mit dir, Bäm, Klatscher. Nicht der Vogel. Das ist voll die coole Attacke. Also ganz ehrlich, Teufel ist eine richtig coole Klasse. Mega cool. Mega cool. Bam, badababam. Okay, jetzt gehen wir schräg nach unten, warum auch immer. Bitte keine Weggabelung, habe ich jetzt keine Lust zu. Okay, habe ich nie Lust zu, um ehrlich zu sein, aber ja, gut. Bam! Doppelkill! Nice! Hier hält gar nichts aus. Lässig. Das ist die richtige Stelle. Okay, woher weißt du, dass der im Mund... Ach, na, ist egal. Ist egal. Beide ein Level abbekommen. Blumenduft! Stelle mit süßem Blumenduft HP wieder her. Wir haben jetzt Lockduft erlernt. Und Level Up für Girlfriends. Popo Pizza. Piek seinen Freund sanft, damit er an deiner Stelle angreift. Wow. So, nee, ich bin zu lässig, keinen Bock anzugreifen. Ah, du greifst jetzt an, Mike. Okay. Komm, öffnen. Bisschen Money. Cool. Und ich das hier. Babadababadabam. Yay. Du hast 10 MP-Bonbons verputzt. Mach das Horst! HP-Bonbons jetzt effektiver. Statt 15, 20 MP. Cool, was? Ist noch mehr. Werd fett. Krieg Diabetes. Okay. Wir wollen quatschen. Oh! Hey, das Netz hat sich ausgezahlt. Oder ist es ein Prank? Ich habe was für dich gekauft. Schau mal. Danke. Oh, eine Puppe von Girlfriend. Das ist toll. Bisschen selbstverliebt ist die Girlfriend, aber sie scheint nett zu sein. Zumindest zu uns. Und das ist doch das Wichtigste hier. Und das hatten wir schon bereits. Bam, bam, bam. Babadabadabam. La. Schön. Nön. So. Haben die auch so gemacht jetzt nicht? Gold ausgeben. Wie geil sieht das denn bitte aus? So eine Kritzelblume. Natürlich muss ich die kaufen. Viel zu nice. Ah, das hier ist aber mega cool. Das hier ist eigentlich... Aha. Ich mag dieses Outfit, aber ich werde es jetzt nicht nehmen. Sorry. Vielleicht nehme ich ein anderes Mal. Aber jetzt habe ich das hier schon. Und das möchte ich erstmal ein bisschen behalten. Ja. So, probiere die Blankwurzel. Sternchen, Sternchen. Nice, findest du sie? Tomatennudeln, Spaghetti und Tomatensauce. Mehr braucht es nicht, oder? Oh, da habe ich Bock. Komm. Lecker Tomate. Hab ich jetzt extra so formuliert? Nom nom nom. Willst du noch? Ja. Nom 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 nom. Du isst die schon auf. Ah, die kann ich natürlich nicht probieren. Und du. Okay. Der Rest ist dann nur noch für sie wahrscheinlich. Gut. Dann würde ich sagen, dann war's das hier fürs Erste. Für Miditopia. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in die Stadt gelangen.